Notizbücher machen könnt. Ich brauche Notizbücher eigentlich ständig. Also in meiner Handtasche findet sich immer auch ein Notizbuch, falls ich unterwegs mal irgendeine Idee habe oder irgendwas skizzieren will, brauche ich eigentlich immer mindestens ein winzig kleines Notizbuch. Und ich finde, das ist eine tolle Geschenkidee. Dafür habe ich zwei Ideen für euch vorbereitet. Und zwar einmal ein Notizbuch mit einem Holzcover und ein Notizbuch mit einem Tafelcover. Und da könnt ihr dann einfach so persönliche Nachrichten drauf hinterlassen. Ich habe hier so einen Kreidestift, damit kann man ganz gut auf diesen Lack schreiben. Und der wischt sich auch nicht sofort weg, also ist ein bisschen stärker als normale Kreide vielleicht. Aber wenn man mit einem feuchten Tuch drüber wischt, dann geht es doch ganz gut wieder ab. Und wie ihr die Notizbücher ganz schnell selber machen könnt, das möchte ich euch jetzt zeigen. Für die erste Variante benötigt ihr ein Geodreieck, Cuttermesser, einen Leim, ein Notizbuch und Furnierholz und eine Schneidunterlage. Als erstes habe ich mir hier die Maße meines Notizbuchs genommen und das Furnierholz einfach mit dem Cuttermesser und dem Geodreieck zugeschnitten. Wenn ihr sehr dünnes Furnierholz habt, dann geht das ziemlich gut. Als erstes habe ich mir die Breite zugeschnitten und dann das Ganze einmal gekürzt und da muss man ein paar Mal langfahren. Ich weiß nicht, wie man es sonst irgendwie am besten noch machen könnte, aber ich finde, mit dem Cuttermesser ging das eigentlich ganz gut. Und für die zweite Seite habe ich einfach das erste Stück auf die zweite Hälfte gelegt und dann das restliche Stück abgeschnitten. Jetzt habt ihr zwei gleich große Platten, die ihr einfach nur mit Leim bestreichen müsst. Also dafür habe ich jetzt hier so ein kleines Punaldöschen. Ihr könnt aber auch irgendeinen anderen Leim nehmen, das dürfte eigentlich gut halten. Und da streiche ich jetzt zuerst meine Holzplatten gut ein und lege darauf das Notizbuch. Ich finde, das macht sich so am einfachsten. Und wenn der Leim noch frisch ist, dann kann man das auch noch ein bisschen hin und her schieben, also noch genau ausrichten, wie die Holzplatte dann auf dem Notizbuch liegen soll. Ich würde empfehlen, das Furnierholz wirklich ein Stückchen größer zuzuschneiden, also nur ein kleines Millimeterchen, damit das Papier wirklich geschützt ist. Natürlich könnt ihr das Notizbuch auch selber binden und dann das Cover draufkleben. Damit das Ganze gut trocknet und schön festhält, habe ich jetzt einfach das Ganze mit einem dicken Buch beschwert und dann habt ihr ein wunderschönes Notizbuch. Ich mag diese Holzoptik einfach total gerne. Und für die zweite Variante braucht ihr wieder ein Notizbuch, Tafellack, einen Pinsel und eine Unterlage und außerdem noch Klebestreifen. Und mit dem Klebestreifen klebe ich mir jetzt hier einfach ein Stück vom Rand ab. Das müsst ihr nicht machen, also ihr könnt doch das komplette Notizbuch einfach bepinseln oder ihr klebt einfach nur einen Teil ab und macht so ein kleines Label, ganz wie ihr möchtet. Und jetzt habe ich hier erstmal angefangen zu pinseln und dann doch festgestellt, dass es vielleicht ein bisschen cleverer ist, noch ein Papier zwischenzulegen. Und so pinselt ihr erstmal in die eine Richtung, also erstmal längs und wenn die erste Schicht getrocknet ist, dann quer. Und das Ganze gut trocknen lassen oder trocken füllen, so wie ich das jetzt hier mache. Und dann in die andere Richtung, also quer gepinselt. Und das habe ich in insgesamt 4 Schichten gemacht. Also jetzt hier quer gepinselt, dann wieder trocken geföhnt und dann wieder längs gepinselt. Zwei Schichten Tafellack reichen vielleicht auch schon aus, ich habe jetzt aber 4 gemacht. Und dann könnt ihr schon das Masking Tape abziehen. Dadurch, dass man das so abwechselnd macht, ergibt es eine sehr, sehr schöne Struktur, fast so eine Leinenoptik, finde ich. Und das könnt ihr, wie gesagt, auf nur einer Seite machen oder auch auf der Rückseite. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das auf beiden Seiten zu machen. Oder ihr klebt, wie gesagt, einfach ein Stück ab und macht einfach nur ein Label, auf das ihr dann schreiben könnt. Ich hoffe, die Ideen gefallen euch und wenn ja, probiert das Ganze doch selber mal aus und schickt mir ein Bild davon unter dem Hashtag YayDIY. Darüber würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt mir kreativ, ihr Lieben. Ciao, ciao! Wenn ihr einfach nur so eine Tafeloptik bei dem schwarzen Notizbuch haben möchtet, dann reicht es auch, wenn ihr das einfach mit schwarzer Farbe bepinselt, dann beschriftet und zum Beispiel mit Serviettenlack oder so fixiert. Ich glaube, das müsste funktionieren.